Ja, das kenne ich auch. I belong to West Virginia. Ich muss mich mehr konzentrieren. Und die Zuschauer denken echt, ich hätte hier... Naja, denken sie eh schon. Ja, du redest ja die ganze Zeit von Speed. Vielleicht denken sie, du hättest das Intus. Nom, nom, nom. Hast du was zu essen? Gib was. Ich hab drüben noch im Kühlschrank so... Hey, Chakoti, der... Was hast du drüben? Andi, was hältst du denn von Karten-Eye Joe? Was? Oh nein! Oh nee! Nee? Wir haben für Karten-Eye Joe. Oh, überhaupt nicht. Long time ago. Oh, dieses Lied. Das hat mal jemand auf der Klassenfahrt im Bus 4 Stunden auf Repeat gehabt. Da wirst du bescheuert bei. Da werde ich schon nach 3 Minuten bescheuert. Im Repeat. Ich hätte den Typen... Den hätte jeder umbringen können. Auf dieser Fahrt. Ey, das war so furchtbar. Das war so furchtbar, dieses Lied. Ey, danach bist du, da kommst du aus dem Bus gefallen. Da fällst du noch die Treppe runter und bleibst am Fuß der Treppe liegen. Ja, da weißt du mal, wie mir es immer geht, wenn ich mit dir fahre. Nee, das ist 4 Stunden Karten-Eye Joe in Repeat ist schlimmer als mein Fahrstil. Ja, nur bei dir komme ich auch so aus dem Bus raus. Weißt du, was ich mir bei Julians Fahrstil oft denke? I'm a scared man. Bi-pa-pa-pa-da-pa. Da sind wir wieder in Witzenburg. Ey, das Lied war aber wirklich cool. Ah, der ist gestorben, ne? Echt? Ja, der ist tot. A scared man? Mhm. Schon eine ganze Weile. Wer war das noch, der das gesungen hat? Cool, gerade bin ich an der Tankstelle vorbei, jetzt ist der Tank fast leer, super. Ja, Andi, und der Tank ist sehr, sehr leer. Ja, ich kann es jetzt gerade schlecht ändern. Oh, guck mal, Andi, hier ist das Lied aus der letzten ETS-Session, wo ich mitgefahren bin. Was dir so tierisch auf den Sack geht. Hä? Ja, die na, na, na? Nein! Bitte nicht. Bitte. Wickfield, nein, verschon nicht. Vorsingen oder abspielen, mir sagt der Titel gerade nichts. Was? Saturday Night heißt das. Was ist das denn? Ah! Warte. Ah! Ich YouTube das mal. Ah! Ich YouTube das mal eben, das Lied. Wer macht denn so eine Assi-Straßenführung dahin? Geh weg. Mein Weg. Jetzt sind wir aber in Julians Jahrzehnt angekommen mittlerweile schon, ne? Ey, wie kommst du hinter den Bereich, ey? Oder Andi? Ja. Oh, ne, ich... Coco Jumbo! Oh, nein. Oh, nein. Das Repertoire an schlechten Liedern hört nicht auf. Vielleicht kommt noch mit DJ Oh, Obo nee! Die Ecke. Oh, Gott! Boah, wie furchtbar ist das Lied denn bitte? Welches hat er jetzt gerade? Die na na na. Ach so. Ihr hört es dir mal ganz an. Na. Ich will ja nicht. Ich hab 5 Sekunden gehört und hab schon zu viel gekriegt. Ja. Unser Chakoti sagt nur den Titel und Andi fängt an zu kotzen. Es tut mir leid, ich mochte diesen Song nie. Boah, weißt du, welchen Song ich nie gemocht habe? Gehasst hast, ja. Ich hab den immer gehasst. Welchen mochtest du denn immer? Nee, ich mochte den nicht, überhaupt nicht. Barbie Girl, den habe ich so furchtbar gefunden. Hatte ich immer so an dich erinnert, ne? Nee. Absolut nicht. Wenn man mal wirklich schlimme Songs hören möchte, WatchMojo.com heißt der Kanal. Top 10 der schlimmsten Songs haben die 2 Videos zugemacht. Modo? Ja, die waren Mojo. Watch ja. Mojo. Nein, aber Modo. Modo, 1, 2, Polizei, 3. Wenn man das überhaupt Lied nennen kann. Lied ist das ja eigentlich nicht, oder? Der Chakoten ist so still. Chakoten? Ist der noch da? Hallo. Ah, ich bin wieder da. Cool.
Und ich sehe wieder was. Was, hey. Was war denn jetzt? Weiß ich nicht, mein WLAN hat sich aufgehängt. Da ist eine Tankstelle. Der Lager. Wow. Wow. Du hast es jetzt nicht ernsthaft geschafft, in ETS ein Auto aus Hinten liegt er. Eure Mütter, oh ja, das ist so geil. Ja, aber da sind auch ein paar schöne Lieder drin, die man singen könnte. Ja, ich weiß. Aber der füllt doch ganz schön Tank auf hier. Ich weiß gar nicht, was du hast. 700 Liter. Ja und? Ja, es ist nix. Ich hatte eigentlich gehofft. Eure Mütter, so geil. Ich feier diesen GEMA-Song. der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Ja, ist ein ganz blöder Penner. Auf jeden Fall. Der ist so geil. Was genau treibst du da? Andi guckt jetzt nochmal, wen er aufs Dach gelegt hat. Ich meine, ich hätte ihn aufs Dach gelegt. Der liegt ja, da doch, oder? Der steht wieder. Jetzt nicht mehr. Der steht wieder. Also ich hätte schwören können, der hätte gelegen. Er hängt jetzt aber auf der Leitplanke. Macht nichts. Schadet nichts. Ist ja damit er noch so blöd war vorne frontal rein. Dieses Dance, Dance, Dance von eurer Mütter ist so mein Motto, warum ich nicht tanze. Was ist denn euer absoluter Lieblingssong? Boah, hab ich keinen. Ach, Julian. Verteidiger des Blödsinns. Bitte was? JBO? Verteidiger des Blödsinns. Redest du jetzt von JBO? Ja, das ist mein absolutes Lieblingslied. Du hast danach gefragt. Von? JBO. JBO, ne? Wolltest du sagen. Vom Titel her, ich, im Moment sagt es mir zwar nichts, aber vom Titel her habe ich es mir schon gedacht. Julian, du hast mit Sicherheit ein Lieblingslied. Ich habe kein Lieblingslied. Mit Sicherheit. Für die Schranke geht. Oh, der hat aber wirklich sehr schlechte Bremsen, das muss man auch mal sagen. Oh, guck mal. Ein guter Zug. Das ist bestimmt der Josh gerade. Ja, der fährt gut, aber wir fahren Güter. Soll ich mal hinterherfahren? Wo führen hier eigentlich die Gleise hin? Oh, 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 Andi. Dancing with tears in my eyes. Dancing with tears in my eyes. Ja. Oder kennst du von wem sollen das sein? Den Safety Dance? Oh Gott. Jetzt stehe ich gerade auf der Leitung, helft mir mal auf die Sprünge. Kann ich gerade echt nicht einordnen. Boah, die ist auch so bescheuert. Von wem denn? Safety Dance von Man Without Hats. Sagt mir nichts. Nein. Ist er schon älter oder neuer noch? You can dance if you wanna. Kennst du nicht? Ja, von wann ist denn das? Ist schon älter. Also vielleicht mal irgendwie gehört, aber jetzt bei eurem Gesang verstehe ich es nicht. Also. Von 91. Das ist aber eigentlich so meine Zeit. Mhm. Boah, ich höre mir gerade Dance, Dance, Dance von eurer Mütter an. Nee, gut, ich war damals auch so mehr auf der Schiene, was weiß ich, Culture Beat U96 und sowas. Okay. Das sagt also, dir jetzt nichts, oder? Also die Flut und sowas, das zum Beispiel kenne ich von gut, Joachim Witt. Ja, das ist aber schon wieder noch neuer, das war 98. Ja, aber auch 90er. So generell Wolfsheim kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Oder Andi, auch ein gutes Lied ist Ein Fest. Auch von JBO. Von JBO. Gut, ich kenne jetzt eine richtige CD von JBO. Beziehungsweise welche? Zwei kenne ich. Wobei die eine finde ich jetzt nicht so toll. Das ist die Rote Armee Fraktion. Die fand ich jetzt nicht so toll. Doch, Rosa Armee Fraktion. Rote, was erzähle ich denn? Rote.
Rosa Armee Fraktion ist ein super geiles Album. Die Rosa Armee Fraktion natürlich. Ich fand jetzt die explizit Lyrics fand ich besser. Okay. Sag mal, kennt von euch noch jemand Kennst du die nicht? Doch, klar. Ich habe alle Alben von JBO. Kennt von euch noch jemand das Lied Goldener Reiter? Die hieß aber doch explizit Lyrics. Explizite Lyrik, ja. Ja. Kenn fand ich irgendwie witziger. Ich muss nur gerade gucken, welche Lieder drauf waren. Hier, die Erlanger Schlümpfe und so. Ach, die. Oh, die ist aber alt, Andi. Die ist schon ewig. Ich bin ja auch alt, Kollege. Ja, ich auch. Bis 34, Alter. Ja, im Gegensatz zu mir bist du ja noch in Windeln. Ich bin 28 fast. Ja, eben. Warte mal, explizite Lyrik. Du könntest mein Sohn sein. Ja, genau. Nein. Du mit 6 Jahren schon Kind, ist klar. Läuft bei dir. Explizite Lyrik da. Kuschelmädel, Schlafkinder, Schlaf. Ah, die war. Cody, wann ist es denn soweit? Niemals. Nee, der alte Kackschrei, genau. Das ist was für ein Andi dann. Ich hab diese CD geliebt. Aber die Rosa Armee Fraktion fand ich irgendwie nicht so dolle. Meister der Musik ist gut. Die kenne ich jetzt gar nicht. Ich kenne wirklich nur diese beiden Alben. Oder das beste Live-Album ever, Live Sex. Das Album heißt wirklich so. Sag sowas nicht beim Julian. Der denkt gleich wieder irgendwas Falsches. Was denke ich? Ja, wenn du denkst, denkst du meistens was Falsches. Das ist das Problem. Wir sind Verteidiger des wahren Blödsinns. Krieger in schwarz-rosa-gold. Also so wie ich. Also bei mir ist die deutsche Flagge wirklich zwischendurch schwarz-rosa-gold. Ich habe mir mal so eine besorgt. Ja gut, Fanartikel gibt's da bestimmt, Omas. Oh ja. Und auf meinem Portemonnaie steht Arschloch und Spaß dabei. In rosa. Was ist so Portemonnaie? Bräuchte ich auch mal ein neues. Irgendwie, man holt sich irgendwann so diese Teile und die halten dann 2-3 Jahre und irgendwann fallen sie auseinander. Jo. Ich hab meins jetzt 5 oder 6 Jahre und so langsam aber sicher geht vom Kleingeldfach der Reißverschluss ab. Das ist frustrierend. Und irgendwann geht's Kleingeld ab. Ja, und dann hebt das eine Oma bei Aldi auf und sagt, oh, hab ich mein Kleingeld verloren. Ja, nur da wird sie Ärger kriegen bei ihm. Ich bin ja da zu gutmütig, ich sag ja da nichts. Guck mal, da ist ein Schiff. Echt? Geht das Schiffen? Oh. Man merkt aber, wir sind jetzt wieder in anderen Gefilden. Jetzt gehen die Autobahnen wieder langsam los hier. Da ist das Schiff. Ist das ein Flugzeugträger? So, ich muss jetzt mal weiter hier bei YouTube schlechte Songs aus den 90ern. Was fällt mir da noch so ein? Lass mal überlegen. Da fällt mir bestimmt noch etwas ein. Ich habe das jetzt mal eingegeben. Schlechte Songs aus den 90er Jahren. Mal sehen, was da kommt. Erzähl mal. Techno der 90er Jahre. Ja, das Techno ist generell schlecht. Das ist das Problem. Da kann ich nicht unbedingt so eine Auswahl treffen. Was hast du? Ich guck nach den Schiffen da. Ja, du schiffst auch gleich, ey. Ich schiff nicht. Warte mal, machen wir Top 190er. Was haben wir denn? Ich bleib ja noch dabei, so Lost Del Rio ist glaube ich auch noch 90er, fand ich auch furchtbar. Hey, Macarena. Oh Gott. Das hat jeder mitgesungen. Ja, aber keiner kann den Text. Nur, also, wenn das Lied läuft, zum Beispiel Karneval, dann kommt immer dann, hey, Macarena, hey! Und dann wieder nix. Genau. Andy, Enjoy the Silence. Von? Depeche Mode. Oh, ja, klar. Klar. Ah, da gab's doch noch so einen tollen Song. Warte mal, wie hieß denn der? Weißt du aus dem Stegreif Namen von Depeche Mode Songs? Nein. Pump up the jam. Nee. Das ist kein Depeche Mode. Du bist jetzt irgendwie ihr. Nein. Ich habe hier gerade so ein Top 190er. Ach so. Da wechseln alle paar Sekunden die Lieder. Also Depeche Mode liebe ich. Die höre ich mir echt gerne an.
Du musst jetzt links. Du musst jetzt links! Ja! Ey, du Assi! Also. Hast du das gesehen? You can touch this von MC Hammer. Der ist mir einfach reingefahren. Stop! Hammer Time! Ich glaub, Julian! Ja, nee, ich sag da nichts. Der ist mir reingefahren. Nee, ich. Nee, ich sag nichts. Doch, sag mal was. Nee. Halt mal bei mir. Nee. Doch. Nee. Julian. Ich halt immer bei dem, der recht hat. Julian, helf mir mal bitte. Nee, Andi, ich sterbe nicht. Das Baby von Vanilla Ice. Das ist es, was Julian vorhin hatte. Ja, ja. Andi, es regnet. Es gewittert sogar. Oder was willst du erfahren?